Grand Rapids, mit 200.000 Einwohnern eine typische Kleinstadt im mittleren Westen der USA. Inmitten der 5 größten Seen liegt die Stadt nur 40 Kilometer entfernt vom Lake Michigan. Extrem warme und feuchte Sommer sowie klirrend kalte und verschneite Winter bestimmen das Leben der Menschen. Hier lebt Matop Mahmoudi zusammen mit ihrer Mutter Betty, die als Autorin von Nicht ohne meine Tochter schon 1987 in der Erzählung ihrer Lebensgeschichte Millionen Leser weltweit begeisterte. Jetzt, knapp 30 Jahre später, schildert die Tochter Matop Mahmoudi ihre Geschichte. Die Geschichte einer traumatisierten Kindheit, eines Lebens in Angst und einer außergewöhnlichen Versöhnung. Mein Leben lang wurden mir unglaubliche Angebote gemacht. Seit meiner Kindheit offerierte man mir, ein Buch zu schreiben. Aber das war nicht das, was ich tun wollte. Doch die Gelegenheit war stets da. Darum dachte ich schon darüber nach, ob dies etwas wäre, was ich tatsächlich tun sollte. Es gibt so viele Menschen, denen es ein großes Bedürfnis ist, ihre Geschichte zu erzählen und die gehört werden wollen. Doch ich fühlte nie so. Aber die Möglichkeit war stets vorhanden und dafür war ich dankbar. Als ich dann das letzte Mal gefragt wurde, hielt ich dies für den richtigen Zeitpunkt. Sie hat eine solch tolle Perspektive und so viel zu bieten, dass eine Menge Leser von ihrem Buch wirklich profitieren werden. Über Jahre hinweg hat sie jeder gefragt, wann sie endlich ihr Buch schreiben wird. In einen Buchladen zu gehen und ihr Buch neben meinem zu sehen, wie viele Mütter können das schon? Ich verspürte nie den Zwang zu schreiben. Doch als ich zum Ende meines Buches kam, war ich überrascht davon, ein Gefühl der Entlastung zu spüren. Die Belastung, mich an alle Details erinnern zu müssen, war verschwunden, weil ich jetzt alles zu Papier gebracht hatte. Mein Vater verschwand für mich an dem Tag, als er uns erzählte, dass wir den Iran nicht mehr verlassen könnten. Ab diesem Tag war er für mich eine andere Person. Das war der Tag, an dem ich meinen Vater verlor. Dies machte es in mancher Beziehung einfacher für mich, weil es hier einen klaren Schnitt gab. Niemand ist nur gut oder nur böse. Deswegen war es auch für mich nach unserer Flucht so wichtig, mich an das Gute zu erinnern. Mich daran zu erinnern, dass er mich geliebt hat und auch ich ihn. Doch ab diesem Zeitpunkt war er einfach solch ein anderer Mensch geworden. Er war praktisch wie zwei verschiedene Personen. Ich sage, seid informiert. Ihr müsst Bescheid wissen über die Rolle der Ehefrau, die Rolle der Mutter und die Rolle des Ehemannes und Vaters. In zwei verschiedenen Kulturen bedeuten sie nicht das Gleiche. Der islamische Gelehrte, mit dem ich zusammengearbeitet habe, will, dass Frauen, die einen Muslimen heiraten, wissen sollten, dass sie nicht diesen Mann, sondern seine Familie heiraten. Und diese Familie übt eine große Kontrolle aus. Wenn die Beziehung dann nicht funktioniert, sollten sie früh genug wissen, dass die Erwartung besteht, der Vater besitzt das Kind. Als wir im Iran waren, verkündete er, dass Mom und ich nie entkommen würden. Und sollten wir es doch schaffen, würde er den Rest seines Lebens nach uns suchen, Mom umbringen und mich wieder in den Iran zurückbringen. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, wie brutal er sein konnte. Ich hatte immer die Befürchtung, dass er kommen und mich in den Iran zurückbringen würde. Doch wir sind mit dieser Angst gut umgegangen. Mom hatte alles hervorragend organisiert. Bestimmte Sicherheitsmaßnahmen waren getroffen worden und so lebten wir unser Leben. Es gab Zeiten, da trug Mom eine Waffe. Es gab Zeiten, da hatten wir Bodyguards. Ich benutzte in der Schule einen anderen Namen. Doch ich konnte Dinge machen, die auch meine Mitschüler machten. Oberflächlich betrachtet hat diese schreckliche und tragische Erfahrung mein Leben sehr positiv beeinflusst. Ich sah nie die Notwendigkeit, meinen Vater mit dem, was er getan hatte, zu konfrontieren. Und ich weiß auch, wie gefährlich er ist, wenn man ihn provoziert. Ich erkannte keinen Vorteil darin, mich mit ihm zu verständigen. Ich traute ihm nicht. Ich habe ihm vergeben. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen Vergeben und Vertrauen. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas von ihm zu brauchen. Ich wollte ihn aber auch nicht provozieren oder ihm Schmerz zufügen. In der Schule gaben mir meine Lehrer das Gefühl von Sicherheit, sprachen mit mir über Vergebung und halfen mir somit einen Weg zu finden, meinem Vater zu verzeihen.
Gleichzeitig holte meine Mutter zu Hause das Fotoalbum raus, kochte persisches Essen und erinnerte mich an all das Gute, welches wir zusammen erlebt hatten. Wir können uns also aussuchen, was wir für uns aus einer solchen Situation mitnehmen wollen. Es ist wahr, nicht ohne meine Tochter hatte ein Happy End. Wir konnten fliehen und wir kamen nach Hause. Doch es ist auch wahr, dass dies erst der Anfang war. Es ist eben nicht wie im Film, wenn der Abspann läuft und danach jeder glücklich ist. Wir mussten danach weiterleben. Weiterleben mit den Einschränkungen verursacht durch das Trauma, welches wir erlebt hatten. In jeder Situation kann es Gut und Böse geben. You can make the best of both.